Ich habe vergessen, dass ich bei diesem Training vielleicht einen Verband mitführen sollte. Naja. Ach, und das andere ist ja auch verbuggelt, ne? Pass auf, was du da treibst. Ich pass gar nicht auf, was ich da treibe. Wieso stehen hier keine Wachen am Tor? Also hier sind welche, aber gerade standen da überhaupt keine Wachen. Ist ja auch komisch, ne? Grüß dich, Heinrich. Wer hat mich gegrüßt? Da kam nur grüß dich, Heinrich. Ich bin hier auf geheimer Mission. Sieht man noch nicht, aber bin ich. Ich muss ja auch dann ganz schnell hierher zurückreiten. Um das Schwert halt stumpf zu bekommen. Und ich wette, bei der Aktion kommt dann der nächste und irgendwas passiert hier. Aber es ist noch nicht, also ich habe auf jeden Fall die Nacht noch Zeit, sonst wäre ja gekommen, es ist gescheitert, weil ich nehme mal schon an, dass die Hinrichtung tagsüber ist. Oder das nehme ich jetzt schon, also. Weil an, dann sieht man ja nichts. So. Dann wieder ausziehen. Natürlich. Und, Fackel brauchen wir auch nicht. Ist kaputt. Komplett. Ach ja, jetzt ist ja auch alles kaputt, weil ich gekämpft habe. Naja. Okay, dann gucken wir uns die Sache jetzt mal an. Er kann nicht einpennen. Komm, er war im Badehaus. Ich will nur das Schwert. Fängt es an zu regnen. Ich weiß nicht, wo die Leute sind. Da sitzt niemand. Was knacken? Du hast keine Dietriche. Wieso habe ich keine Dietriche? Weil ich ja meine ganze Dings gelehrt hatte, ne? Wir brauchen einen Schlüssel. Den kriegt er dann gleich wieder. Na, das ist aber der Kurtenberger Henker. Das ist nicht, das ist doch jetzt nicht gut. Ich schlachte dich ab. Wir haben ein Problem. Ich muss das alles nochmal machen. Das heißt, ich habe kein Training. Das hat ja nicht nach dem Badehaus gespeichert, ne? Doch, es hat nach dem Badehaus gespeichert, okay. Okay, okay. Dann hole ich mal Dietriche. Da wissen wir auch Bescheid. Also, ich wäre niedergeschlagen worden, hätte eh von vorne anfangen dürfen. Davon abgesehen. Hole ich Dietriche. Dachte, der hätte für. Also. Vielleicht sollte ich aber auch nicht den Henker direkt irgendwie kurz betäuben. Wenn die mich halt sehen, dass ich an der, wenn ich einfach nur so da drin bin, ist das okay. Aber sobald sie sehen, dass ich an der Truhe war, gibt es halt mega Stress und ich muss ja dann nochmal hin. Gott. Um das Schwert wieder reinzulegen. Das ist jetzt alles in einer Nacht. Oje, oje. Mal damit. Ich habe halt erst überlegt, Taschendiebstahl zu machen, aber er ist aufgewacht. Er ist einfach aufgewacht. Und wo ich mir denke, ich mache keine Geräusche. Warum schläft er nicht? Ja. Also, er müsste ja schlafen. Und wo kam der andere her? Von draußen, ne? Das hat er dann mitbekommen. Als ich aber ins erste Zelt bin, wo hat er es nicht mitbekommen? Also, viel Glück habe ich nicht nochmal, dass da jetzt quasi niemand sein wird.
So dass ich nochmal jetzt mit dem mit den Dietrichen ins erste Zelt reingehen kann. So viel Glück werde ich nicht haben. Ich muss halt zweimal da rein. Das ist halt die. Die sind halt hoffentlich in einem Wirtshaus. Vielleicht hätte ich auch mit dem Bier drehen können und so. Und gib denen mal 50 Bier mehr aus. Ich zahle dafür. Das geht bestimmt nicht, ne? Aber das wäre echt... Das wäre cool. Weil dann hätte man vielleicht einfach mehr Zeit, dass nur ein oder zwei Leute vor Ort sind und man nicht an vier vorbeischleichen muss. Das wäre natürlich viel, viel praktischer. Also es ist null praktisch gerade. Ja, probieren wir es nochmal. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, also wenn das gar nicht klappt, ob ich sagen kann, nur zwei von drei Sachen haben geklappt. Ob der sich damit zufrieden gibt. Achso, weiß ich natürlich nicht, ne? Erstmal wieder ein bisschen nackig machen. Und Sophie, ich habe ja auch gar kein Geld, um meine Sachen zu reparieren, ne? Da draußen läuft jemand lang und ich habe aus Versehen mein Pferd gerufen, anstelle mich zu ducken. Wieso lief der gerade da draußen lang? Hier so außen rum lief der gerade. Da. Da steht er. Da. Hey. Der pinkelt in den Busch. Hat er in den Busch gepinkelt? Ich weiß jetzt nicht, wo er ist. Da. Geradezu steht er. Wenn er da stehen bleibt. Und was er macht. Ob er mich erkennt eigentlich oder entdeckt, wenn ich jetzt hier so drin sitze im Busch. Sich nicht hinlegen oder so. Der macht immer einen Rundgang, ne? Unter Stress ein Schloss knacken ich, ne? Danke dafür. Heil dich! Ja, ich habe das Schwert. Wir gehen. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie viel... Ich bin so schnell weggerannt, da konnte er gar nichts sagen. Wo ist mein Ferdi? Da ist mein Ferdi. Mann, wird das Schwert stumpf und dann schaue ich mal, ob es auch wieder zurückbringen kann. Jetzt lag da nämlich niemand, hat niemand geschlafen und ich, vielleicht habe ich Glück und die Truhe ist halt nachher trotzdem noch offen.
Ah, das ist so viel Stress, ne? Das ist mit den nicht vorhandenen Fertigkeiten. Ich muss einmal das komplette. Ich werde hier irgendwann noch einen Streifzug irgendwo durch irgendein Lager machen, was mir nicht wichtig ist. Und so manche Fähigkeiten trainieren. Ich weiß halt nicht, wie sinnvoll das jetzt halt ist, auch aus die alle umzunieten. Ich glaube gar nicht. Weil dann wissen die definitiv, so war es ein Gang. Und so war es vielleicht nur ein Landstreicher und so, wenn die dann wissen, dass alles so sabotiert war. Okay. Sie haben ja niemanden direkt erwischt und niemals, sie wurden auch nicht direkt umgelegt. Dann sieht es ja nicht aus wie Sabotage. Nur weil da jemand mal rumschleicht. Das ist ja was. Oh, ich bin vorbei. Das ist ja was anderes. Würde ich jetzt so sagen. Mann, wird das Schwert stumpf, das ist ja gar kein Problem für mich. Das kriege ich easy hin. Wieso steht da jemand? Kann ich das nicht unauffällig machen? Da ist der Schleifstein. So. Beginnen. Und zwar das Henkerschwert. Das ist sogar... Schau mal, das ist graviert. Ganz edles Stück hier. Okay. Sollte doch ausreichen. Auch nicht. Verstehe ich nicht. Das eine Mal habe ich das Schwert so schnell down bekommen. Wie habe ich denn das gemacht gehabt? Nicht. Es darf nicht blitzen. So, das hört sich schon furchtbar an. Gucken wir mal. 13. Kriegt das auf 0. Gar kein Problem. Für irgendwas muss man hier doch können, ne? Ich weiß nicht, als was sie jetzt stumpf sehen. Ich schätze mal, wir hauen das komplett runter, ne? Null. Okay. Fackel habe ich noch. Bringen wir das Schwert zurück. Bin gespannt. Ich hier treibe? Ihr wollt gar nicht wissen, was ich hier treibe. Im Schlafanzug. Ist es nicht komisch, wenn hier Leute ohne Klamotten rumlaufen? Also ich habe ja nichts an. Nachts. Und gerne einen Schleifstein. Naja. Wer macht das nicht so? Solange Heinrich nicht gleich wieder umkippt. Müdigkeit. Trotz Adrenalin bei der Standtat, die er macht. Ist ja schon eine Standtat, ne? Wieso rennen die? Wo gehen die hin? Henkersgehilfe, na scheiße. Jetzt gehen die nach Hause. Ich bin zu spät. Es waren halt wirklich ein paar nicht da gewesen. Na, shitty. Ach, nee. Dann kriege ich die jetzt niemals da das Schwert da rein, oder? Na, shit. Dann warte ich kurz eine Stunde. In der Hoffnung, dass sie schlafen.
Ach, die waren halt wirklich in der Schenke bis zur Sperrstunde. Na toll. Ich muss ja nun das Schwert wieder da reinpacken, sodass es niemand sieht, dass ich in der Truhe war. Oh Gott. Der ist jetzt schlafen gegangen. Oder setzt sich dahin. Mal gucken. Hey, wer ist da? Schaffe Wer ich ist da? nicht. Aber hört der mich wirklich bei so einem starken Regen? Also, ja, bei Geräusche macht er schon einen Unterschied, aber es regnet doch. Ist das nicht mit inkludiert? Ach, der sitzt da noch. Ja, der muss schlafen, wartet mal. Der schläft halt nicht, ne? Und wenn ich von Was da... ist hier los? Mal kriegt er das mit. Wer war das denn jetzt? War das der, der da sitzt oder jemand in dem Zelt? Na toll. Ich habe hier ein Leck. Was soll das? Ein Grafikding. Ah ne, jetzt hat's. Okay. Ich mach das jetzt stückchenweise, ne? Könnte er nicht einmal ein Huhn köpfen. So, oh Gottes Willen, ich bin durch. Ich bin durch. Okay. So furchtbar, so furchtbar. Diese Quest ist so furchtbar. So, berichte Hermann von deinem Erfolg. So eine Scheiße, ich werde verfolgt. Problem ist, ich werde jetzt verfolgt. Denn jetzt? Mich erstmal anziehen. Ich werde auf jeden Fall verfolgt. Ich kann den halt jetzt schlecht umnieten, ne? Wollen wir machen die Packe weg, vielleicht sieht er mich da nicht mehr. Ich habe ja keine Ausdauer. Jetzt ist er nicht mehr hinter mir her. Weil ich die Packe weggepackt habe, ja. Ach ja. Okay. Ich weiß jetzt nicht natürlich, wie ich wurde gesehen.
Wurde gesehen. Ist natürlich shitty. Aber ich, das war jetzt zum Ende hin, weil ich rausgerannt bin, ne? Aber haben die gesehen, dass ich ja an der Truhe war? Wahrscheinlich schon. So viel Glück. Ich. Wie auch immer habe ich. Naja, gut, ich muss trotzdem schlafen gehen, um davon zu berichten, dass wir es sabotiert haben. Ich hätte vielleicht ein bisschen langsamer aus diesem Zelt rausgehen sollen. Oder vielleicht hat sie auch nur gestört, obwohl, wenn ich sonst in dem privaten Bereich war, also nicht ganz privat, ja, blau privat, unbefugt. Also, nee, privat und unbefugt gibt es ja. Unbefugt war es ja nicht. Also, es war ja nicht rot, es war nur blau. Und da rasten sie ja nicht so aus. Das heißt, ich muss gesehen worden sein. Also, irgendwas muss es da gegeben haben. Irgendein Blickkontakt. Ja. Toll. Na, mal sehen. Vielleicht ist es ja nicht so pingelig, das Game, obwohl ich bezweifle es irgendwo. Wenn es so pingelig ist, möchte ich schon ganz gerne, wenn es hier um Geräusche geht, dass man mich nicht auch weniger hört. So ein Dämpfer vielleicht bei Regen hat von 5. Also wenn es regnet, hat man einen extra Buff von, weiß ich nicht, 5 bei Geräusche oder so. Eine nur. Fände ich nett. Willst du mal sagen? Ich fände es nett. Weil der Regen ist auch erstmal enorm laut, ne? Aber es wäre wirklich ein bisschen sinnvoller dann. Wieso schläft hier nicht Theresa? Egal, dann ist es so, wie es ist. Dann kriege ich Kopfgeld, dann muss ich mal wieder in den Knast. Heinrich kennt es ja schon, ne? Gar kein Problem. Darf mir mal bis um 7. Da müsste auch gleich, wenn wir jetzt zum Henker reiten, der auch wach sein. Hoffe ich doch. Na, Bursche? Lust auf eine kleine Wette fürs Rataia-Turnier? Garantiert nicht. Warum? Ich will nicht. Es regnet noch immer. So. Gehen wir zum Henker. Das ist so anstrengend, diese Quest, ne? Und jetzt am Ende doch noch verkackt. Das ist so traurig. Da hinten lang. So traurig. Weil ich ja doch dann... Ich habe mir so gedacht, okay, jetzt geht man da stückchenweise rein. Klappt so ein bisschen. So ohne, dass sie wach werden. Immer nur einen Schritt und dann stehen bleiben. Aber da beim Rausgehen auf einmal so krass irgendwie... Aber ich habe ja nichts geklaut. Sollte man nicht so sein. Oh, hier muss ich hoch. Ja, man soll nicht so sein. Das ist nicht meine Quest. Das ist so anstrengend. Hey, ich muss mal da hinten hoch. Hä? Gehe ich nicht sonst einen anderen Weg? Ich bin falsch hoch. Kann ja mal passieren. Das ist ja Geigenberg. Ja. Da bin ich hier gerade lang. Upsi. Da ist das Grab. Sollte er vielleicht noch zumachen. Das sieht nicht sehr gut aus, wenn da so ein offenes Grab ist. Hm? Ist jetzt nicht so atemberaubend, würde ich sagen. So, sagen wir Bescheid. Sag mal, aber wieso B und nicht A? Ach nee, es ist nur B, okay. Ich habe gerade gedacht, ich hätte irgendwas vergessen. Ach ja, Ilischka ist hier, aber wo ist er? Ich darf hier rein neuerdings, ne? Das irritiert mich noch. Wegen der Hinrichtungen. Ist alles erledigt? Mhm. Können die Hinrichtungen jetzt stattfinden? Mhm. Ja. Nun müssen wir nur noch die Vorstellung genießen. Okay. Was kann ich denn bei ihm nochmal üben? Ach, 100 Ding.
Und wann ist die Hinrichtung? Nicht heute? Wann ist die? Ich hab hier was. Optional, sieh dir die Hinrichtungen an. Finden morgen Nachmittag um 2 Uhr statt. Ich sollte sie nicht verpassen. Morgen. Bis dahin wurde vielleicht vergessen, was passiert ist. Was ist denn mit dem Hühnchen hier passiert? Okay. Lassen wir das. Morgen Nachmittag um 2. Nach Hause erstmal. Ja, oder? Nach Hause. Ist ja nach morgen Nachmittag um 2. Also ich hoffe nicht jetzt, dass irgendwas schief geht oder so. So, aber hier. Ich vermisse meinen Hund. Ich kann den Hund Bursche, Lust auf eine kleine Wette fürs Rataya-Turnier? Ich kann Köter nicht mehr verwenden. Weil ich gesagt habe, zurück zur Mühle kann ich Köter nicht mehr verwenden. Das ist natürlich scheiße. Ja gut, und wie kriege ich 9? Toll. Na toll. Und nun? Was ist denn Theresa? Wieso schläft sie noch? Ach, was? Nein, hau ab! Theresa, es regnet hier rein. Die schläft noch. Wir haben 12 Uhr Mittag. Aber abends will sie nichts mit mir unternehmen. Was soll ich denn machen? Ich frage sie nach dem Mittag, ob sie was unternehmen möchte. Es geht nicht. Meine Cam ist komplett am Arsch, ne? Sorry. Aber, was ist das? Ich bin enttäuscht. Was soll ich denn da machen? Den Huhn kann ich auch nicht mehr benutzen. Also eigentlich ist alles gerade sehr, sehr, sehr suboptimal. Alles. Sehr suboptimal. Dann lesen wir ein Buch. Das Kräuterding. Das war was zum Lernen. Ihr habt nichts sonst zu tun. Wir warten jetzt bis zum nächsten Tag. Und ich hoffe, er meinte nicht heute um 2. Da steht. Nächster Tag. Ich hoffe, es ist halt echt nicht falsch. Wäre sehr schade drum. So, entweder ist jetzt was hier nicht mehr gelungen oder Kräuterkunde auf jeden Fall neue Stufe. Okay, es war nicht um 12, es war um 9 und sie war noch nicht wach. Trotzdem. Wo ist sie denn jetzt so? Die Quest habe ich aber noch dran, ja. Also es war wirklich dann morgen um 2. Räume ich mal mein Inventar auf. Ich brauche unbedingt, also richtig unbedingt, Geld. Wo ich auch wehrlose Leute eventuell überfallen könnte. Kein Problem. Aber ja, nee. Mach ich doch nicht.
Nehme mal die Sachen hier mit. Verkauf die. Also was ich schon gelesen habe. Mittlerweile kann ich auch verkaufen, ne? Obwohl nachher will jemand sowas haben. Die Klamotten, die ich gerade nicht brauche, würde ich auf jeden Fall verkaufen. Glaskelch. Ein Bogen, den kann ich hier nicht benutzen. Die Lederhandschuhe. Sachen nehme ich mit. Silberkelch, Silberring. Silberringe, ich habe, würde ich 4 Stück verkaufen. Warum nicht? Wenn ich 5 habe. Ganz komische Sachen, weiß ich nicht. Nicht, dass ich nachher irgendwas ganz Spezielles irgendwie besorgen muss. Dann habe ich das lieber in meiner Kiste. Würde ich das nämlich verkaufen. Aber ich habe gesehen, ich hatte einen nicht kaputten Nackenschutz. Eins sehe ich, das ist nicht kaputt an. Und ja. Und da kann ich dann verkaufen. 2, ja klar, für weniger und so, aber. Das andere mal reparieren, gucken. Was ist. Verkaufe ich das? Ich muss halt jetzt warten bis zum nächsten Tag, aber das würde ich schon ganz gerne jetzt auch noch sehen. Ja. Theresa ist nicht da und die wollte abends eh nichts mit uns unternehmen. Dann verkaufe ich jetzt Sachen und repariere, was ich reparieren kann von meiner Rüstung. Und sonst muss ich gucken. Ich glaube, da mache ich nicht nochmal unbedingt Training mit echten Waffen und lieber mit Banditen. Also, ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wie in einem Henker gedöns, ne? Wurde ich verpetzt? Ne, scheinbar nicht. Echter, okay. Das sah so komisch aus. War mir gerade ein bisschen unsicher. Ja. So. Dum, 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 dum. Ich gehe erst. Brot! Brot! Semmeln und Brezel! Zudem. Der verkauft nämlich mehr an Rüstung und Schwerter, ne? Beste Grüße. Hallöchen. Erstmal lass uns handeln und dann würde ich die... Okay. Ich kann bei ihm nur die Schwerter kaufen. Dann würde ich reparieren lassen schon mal. Gott sei mit dir. Ich kann bei ihm auch keinen Bogen verkaufen, ja. Gut, das kann ich hier reparieren. Den Nackenschutz könnte ich theoretisch hier reparieren, ja. Ah, nee, der. Nee, kann er nicht. Dann das. 417? Eier, nee. Wie soll ich das bezahlen? Dann muss ich das selbst irgendwie reparieren. Aber wenn es so schwer beschädigt ist, ist das teuer. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Was? Mal gucken. Der kostet sogar mehr. Das ist der eine war doch gerade 416, oder? Nicht 440. Weil die Sachen so teuer sind. Dann würde ich das mal machen. Feilschen? Auch wenn es nur 10 Groschen sind. Den Preis. Nun, versuchen wir es. Ich bin pleite, ne? Ich bin pleite. Machen wir mal 10. Sind wir uns einig? Nun, etwas mehr und der Handel steht.
Ich habe von 10,50 auf 10 gemacht. Ah, das ist ein vernünftiger Preis. 10,50. Ich habe... Natürlich doof. Alles kann ich ihm wenigstens meine anderen Sachen verkaufen? Arbeitsstiefel, Arbeitsstiefel, Beinlinge, Beinlinge, diese gepolsterten Dinger, das ist komplett Schrott, das ist auch Schrott. Das Silberring kann ich ihm geben. Der 2K sollte klappen. So wenig kriege ich dafür. Ja, brutal. Die Lederhandschuhe. Den Rest habe ich an. 483. Okay. Falschen. Reden wir über den Preis. Ja. Ich möchte gerne 495. Ja, das sollte passen. Ja, du kriegst auch eine schöne Menge von mir. Plus Silberringe. Plus Silberringe. So, dann muss ich jetzt... So, was habe ich jetzt verbessern lassen? Den Helm und so ist halt auch schwierig. Ich gehe mal kurz zu dem Schneider. Ja, wofür meine Zeit hat, was man sonst nie macht, ne? Nee. Da. Beste Grüße. Hallöchen. Auf bald. So. Einmal alles. Feilschen. Lässt sich was am Preis machen? Wie kaputt es auch ist, was er anhat. Sicher jetzt erst. Aber wenn ich 61 zahle, geht das? Weil du es bist. Nun, etwas mehr und der Handel steht. 69? Endlich eine vernünftige Summe. Oh, was? Das ging auch gerade heile. Direkt. Mit einem Schlag. Perfekt. Dann jetzt noch nach oben zum Schuster. Fleisch brauche ich ja für meinen Hund nicht mehr kaufen. Das war mir nicht bewusst. Schick ihn zurück zur Mühle. Dass das quasi damit aus den Diensten entlassen wird. Der Hund. Das war mir nicht bewusst. Ich hoffe, ich kriege irgendwann noch einen neuen. Oder man kann sich, glaube ich, auch einen bestimmt kaufen, weil Pferde kann man sich ja auch in einem Stall kaufen. Ist aber natürlich blöde. Das ist, glaube ich, ja, Schuster hier. Ach, das. Es ist auch ärgerlich. Diesmal ist alles sehr, sehr, sehr ärgerlich. Das läuft nicht so rund, wie ich es mir vorgestellt habe. Ach, wann läuft es jemals rund, ne? Schön, dich zu sehen. So, Reparatur. Alles Gute. Wenn ich jetzt schon mal Zeit habe für so ein Spiel. Reden wir über den Preis. Selbstverständlich. 17,50. Endlich eine vernünftige Summe. Ich habe einen Groschen gespart, ne? Dann haben wir das auch. Was ist denn jetzt noch alles kaputt? Der Helm halt, ne? Ist da? Das kann ich nicht bezahlen. Mal gucken. Aber ich glaube, das kann ich halt gar nicht, auch nicht mit diesen Rüstungssets, auch nicht selber reparieren. Aber der Rest ist jetzt wieder ein bisschen besser. Die Jagdhandschuhe noch nicht. Muss ich auch noch machen. Gehe ich nochmal runter zu dem einen. Den teuren Helm kann ich, aber das fürs andere habe ich einfach gar kein Geld. Null. Mal schauen. Aber mein Schwert dürfte nicht mehr blutig sein. Nee, ist nicht mehr. Ich schleife das nicht nochmal, ne? Sicherheitshalber nicht. Also so ein von einem Schmied stelle ich mir auch ein bisschen anders vor. Minimal schon. Zwiebeln scharf wie ein Schwert und Knoblauch der böse Geister vertreibt. Knoblauch der böse Geister vertreibt. Davon bräuchte ich ein paar hier, wenn das so weitergeht. So, die Handschuhe.
Den Bogen kann ich ja nicht verkaufen, ne? Muss ich bei dem Gemischtwarenladen gleich nochmal ausprobieren. Und der Helm. Mehr geht ja nicht. Doch, ich könnte... Könnte es probieren. Falschen. Lass uns über den Preis sprechen. Ja, dann... 490. Endlich eine vernünftige Summe. Gut, dann ist alles repariert, was ich anhab. Und auch die teuren Sachen. Sonst wird es halt irgendwann schlimmer. Muss ich dann lernen, selbst zu machen. Ich hatte ja doch diese Sets. Aber ich weiß nicht, wenn man mit Reparatur selber was kaputt machen kann. Ich muss es mal ausprobieren, wenn es irgendwie nur auf 90 ist. Und dann am besten wirklich, wenn es einfach so ein normaler Handschuh ist, den ich eh nochmal habe. Dann würde ich das wahrscheinlich mal ausprobieren. Gelobt sei Jesus Christus. Handeln. Möge Gott über dich wachen. Was kann ich jetzt hier? Lese ich gerade? Den Bogen kann ich jetzt hier verkaufen. Den ich öfter habe. Bücher könnte ich dann hier auch später verkaufen, wenn ich die fertig gelesen habe. Jo. Passt. Falschen. Besprechen wir den Preis. Ja? Ich hätte gern 115. Wie wär's damit? Schon besser. Etwas weniger und wir kommen ins Geschäft. Dass manche aber auch gar nicht mit mir handeln wollen, so null. Ja, das ist ein vernünftiger Preis. Es ist auch brutal, oder? Also manche wollen wirklich 0,0 mit mir handeln. Ich verstehe das kaum. Ich kann Bettler bestehen. Was willst du jetzt wieder von mir? Chill dein Leben. Ich kann dir kein Geld geben. Möge Gott mit dir sein. Ich würde Geld geben. Aber ging nicht, nachdem ich so angesprochen wurde. Was halt leider ein war nicht möglich. Ich habe mein Bestes getan. Es hat nicht gefunzt. So, dann zurück nach Hause. Ich habe die Sachen repariert. Wüsste jetzt nicht, was noch. Würde ich lesen und schlafen gehen oder vielleicht mit Theresa? Das mit dem Date ist halt schwierig, wenn sie das noch vormittags machen möchte. Ich habe Angst, die Hinrichtung zu verpassen. Um zu schauen, ob das geklappt hat oder ob wenn ich da hingehe, gesagt wird, der ist bei uns eingebrochen, den haben wir gesehen. Deshalb, das würde ich schon ganz gerne herausfinden. Na dann. Oder weil, vielleicht wurde es ja auch bemerkt, weil sie mich bemerkt haben. Und dann haben sie mal alles nochmal überprüft. Ich kann mir jetzt auch nicht so richtig vorstellen, aber okay. Ich würde mit Theresa jetzt erstmal nochmal reden. Vielleicht geht's ja, dass wir... Heinrich, ich freue mich, dich zu sehen. ...nochmal on Tour gehen. Ich würde gerne Köter wieder mitnehmen. Er ist von selbst zurückgekommen. Ich weiß. Hast du ihm etwas getan? Nee, ich habe ihn noch... Nein! Du hast dich nicht um ihn gekümmert. Das stimmt nicht. Jawohl. Aber es wurde gefährlich. Und ich wollte nicht, dass ihm etwas passiert. Ja. Also habe ich ihn hierher zurückgeschickt, wo er sicher ist. Oh, ich verstehe. Verzeih. Ich kann ihn jetzt wieder nehmen. Komm her, Köter. Okay. Ich kann meinen Hundi wieder mitnehmen. So läuft das. Dass sie mir das gleich... Was wird mir denn hier direkt unterstellt? Ich... Hallo? Feiner Hund. Okay, der... So ist es echt. Gut. Bei den Reaktionen. Wirklich, dass sie mir sowas unterstellt, finde ich krass. Ne? Was habe ich denn gemacht? Möchtest du wieder etwas mit mir unternehmen? Nicht um die Uhrzeit. Es ist zu spät, um noch irgendwo hinzugehen. Komm morgen wieder, ja? Ich dachte, vielleicht hat man ja trotzdem irgendwie Glück oder so, ne? Dann setzen wir uns jetzt auch hier hin und lesen ein Buch. Ich kann sie auch nicht um 8 Uhr morgens wecken. Wann steht die auf? Um 11 Uhr? Um 12 Uhr? Ist zu spät, da muss ich schon zur Hinrichtung. Du hast das Buch bereits ausgelesen? Wirklich jetzt so? Hätte ich ja doch verkaufen können. Na dann habe ich eins von ganz vielen anderen Büchern noch.
Ist jetzt echt Bücher, ne? Man kann ja auch einfach mal ein bisschen lesen, während man einfach wartet. Gar kein Problem. Das hat man früher immer so gemacht. Ich warte, bis hier Veranstaltung ist. In Richtung ist eine Veranstaltung, ja. Da liest man halt einfach, bis es soweit ist. Ich lese es euch jetzt nicht vor, ne? Das Königreich Böhm. Also es ist nicht so weit, aber ganz hinten steht die Notiz. Eine Anmerkung, was hier über den guten König Wenzel geschrieben wurde, ist eine unverschämte Lüge. Sigismund, der rote Fuchs, ist der Sohn einer Hure. Oh Gott, YouTube, ne? YouTube, ich zitiere. Und ein Verräter dieses Landes. König Wenzel ist der einzig wahre König. Na, dann lesen wir das doch mal durch und gucken mal, ne? Das Königreich Böhmen. Seit Anbeginn der Aufzeichnungen in unseren glorreichen Geschichtsbüchern galt unser Land als furchtbar, war dicht besiedelt, bot vielen Zuflucht und übertraf andere Länder in Schönheit und Großzügigkeit. Hier sind keine Fehler mehr drin. Heinrich kann lesen. Vor dem Ende des ersten Jahrtausends existierten hier zwei Reiche Seite an Seite. Das Großmährische Reich und das uneinige Herzogtum Böhmen, in dem die Dynastie der Bemisliden uneingeschränkt herrschte. Aus diesem Geschlecht gingen der heilige Wenzel, der Schutzpatron des Landes, sowie dessen Bruder Boleslav I. Und das ist I-Punkt. Hervor, der die Macht festigte und das Land vereinigte. Sein Sohn, Boleslav II., erhob Prag zum Bistum. Somit schlossen sich das Land dem Heiligen Römischen Reich an, obwohl es bis dahin noch kein Herrscher der Bemisliden den Titel des Königs erhalten hatte. Der erste, der ihm diese Ehre zuteil wurde, war Bratislav II., der im Jahre des Herrn 1086 dem Kaiser beim Angriff auf Mailand zu Hilfe eilte und dafür die Krone erhielt. Seine Nachkommen hatten weniger Glück, bis Ottokar sein Erbrecht auf die Krone verteidigte. Er wäre nur selbstverständlich gewesen, wenn er daraufhin das Nachbarland Mähren besetzt hätte, doch er war weise genug, seinem Sohn des friedlichen Verwaltung dieses Landes zu übertragen und aus Mähren eine Mark zu machen, aus der später kein kaiserliches, sondern ein königliches Lehen wurde, das der böhmische Krone gehörte. Aber den Bemisliden war keine lange Herrschaft bestimmt, denn die Hand eines Mörders schritt ein und die große Dynastie wurde vom Schwert zerschlagen. Der leere Thron fiel daraufhin in die Hände der Luxemburger, die weitere Territorien an dieses Land aushängten, sodass sich das Königreich Böhmen beinahe von Meer zu Meer erstreckte. Der berühmteste König Böhmens, der auch gleichzeitig als römisch-deutscher König herrschte, war Karl IV. Von Luxemburg, unter dem das gesamte Land im Reichtum lebte und einen vortrefflichen Ruf genoss. Er hob das Bistum zu einem Erzbistum, befahl in Prag den Bau einer großen Universität sowie eine Neustadt, die über einer Steinbrücke mit der Altstadt verbunden wurde. In Prag gibt es ja viele Brücken, ne? Die Universität zu Prag wurde das Zuhause vieler Gelehrter und Prag selbst wurde zum Sitz des Reiches. Karl vermag seinen erstgeborenen Sohn Wenzel, dem IV., ein reiches und florierendes Land, doch dieser widmete sich eher Dirnen und dem Alkohol, als weise zu herrschen. Das haben so ein paar gemacht. Er hetzte seine eigenen Bischöfe gegen Rom und gegeneinander auf und seine Inkompetenz als Herrscher war so groß, dass sein eigener Bruder, der die Gepflogenheiten eines Herrschers von seinem Vater geerbt hatte, ihn einsperrte und entthronte. Ja, und dann hat er Anmerkung. Naja, okay. Aber wir lernen nichts mehr mit Lesen dazu, oder? Sind wir schon am komplett mit dem Buff oder können wir einfach so eine Bücher lesen? Und nicht Buff. Hier, Fertigkeiten. Lesen. Lesen hier. Ne, da gehen noch ein Stückel. Schnäppchenjäger. Lesefluss. Was macht das? Beim Lesen wirst du nur halb so schnell müde und hungriger wie gewöhnlich. Ach, Prinziphaber. Wenn du zum ersten Mal ein Fresko, ein Kreuz oder einen Bildstock erblickst, wird dein Charisma vorübergehend um 2 Punkte erhöht. Magistrat.
Gebildet zu sein hinterlässt bei den Leuten einen guten Eindruck. Du erhältst einen Bonus von 1 Punkt auf Redekunst, wenn du versuchst, eine Wache zu überzeugen. Das gönne ich mir doch. Geht das? Das geht hier nur weiter. Okay, wir können beim Lesen noch besser werden, aber ich glaube, die normalen Bücher geben uns, ich glaube, keine. Oh doch. Gibt uns noch Punkte. Also wir sind jetzt eins hochgestiegen. Der Stallknecht zum Gelehrten. Der Gelehrte zum Stallknecht. Das ist gereimt. Also das sind Reime. Die lese ich jetzt nicht vor. Ich glaube, die meisten haben da auch eh gar keinen Bock drauf. Das sind aber noch Reime. Aber dann mache ich das, glaube ich, halt wann anders. Und nicht jetzt. Dann will ich nicht aufnehmen oder so. Aber ich glaube, die meisten haben da schon keinen Bock drauf. Weil ich lese mir die meisten Sachen, die meisten Bücher, die ich finde, lese ich mir eigentlich im Game schon durch. So ist nicht, ne? Deshalb, also es bringt noch auf jeden Fall was. Das Lesen wird auf jeden Fall noch erhöht. Hätte ich jetzt so nicht unbedingt gerade gedacht. So, wir haben, Theresa hat ja keine Zeit für uns. Ist mega viel Zeit noch. Ich kann halt auch nicht so viel schlafen. Wir können nichts mehr lernen. Zum Lernen haben wir nichts da konnte ich zumindest auch nichts machen. Wenn ich einfach bis sonst wann schlafen? Ja, nur bis 6, ne? Glaub's ja. Dann hocken wir die nächsten 6 Stunden bei dem Henkersberg rum oder so. Wir hatten halt echt noch so viel Zeit, das war mir nicht bewusst. Ich dachte, wir haben nur noch einen Tag. Oder es hat sich direkt um eine Stunde, also um einen Tag nochmal verschoben gehabt. Das kann natürlich auch sein. Ich habe bereits zu lange geschlafen. Oh, nein, mein Gott. Ich probiere es aber auch immer wieder, sie aufzuwecken. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Gib mein Bestes. Ich hätte hier ganz gerne noch immer einen Alchemietisch drin. Irgendwann baue ich hier einen rein, wenn das geht. Ich wollte gerade sagen, nebelig? Nein, es regnet. Es regnet. Bin ich eigentlich hier auch rein? Nee, Schloss knacken. Nicht irgendwie. Nö, hier gibt es nichts, was ich irgendwie noch machen könnte. Also auch nicht jetzt irgendwas knacken, so als Übung. Man muss echt warten, ne? Ich glaub's ja. Vielleicht kann ich denen aber sagen, jetzt ist so eine Veranstaltung, wollen wir nicht gemeinsam zum Henkersberg? Würde das vielleicht nicht gehen? Nein, ja nur. Jetzt noch? Ich habe Angst, dass. Bursche, Lust auf eine kleine Wette fürs Rataya-Turnier? Garantiert nicht. Gott sei mit dir. Mach's gut. So gegessen. Mehr essen geht ja nicht. Kann ich mich noch mal kurz hinlegen? Oder geht das nicht, weil ich habe quasi überschlafen. Nee, es ging jetzt mit Schlafen noch mal. Okay. Bis 12. Noch 2 Stunden. Noch so ein kleines Powernäpple. Gar kein Problem. Unterwegs können wir bestimmt was zu essen noch mal aufgabeln. Und dann sind wir auch pünktlich zur Show. Das war so anstrengend. Und jetzt gleich wird alles schief gehen, ne? Die ist vor mir. Bitte. Jetzt weiß ich, warum ich den einen Tag so gut rauskam. Weil er nicht vor mir stand. Na, Bursche? Lust auf eine kleine Wette fürs Rataya-Turnier? Das geht mir so auf die Nerven mit diesem Kack-Turnier, ne? Ja.
Kann er das nicht machen, wenn ich irgendwie Bock habe, das Turnier zu bestreiten? Also wenn ich da bereit bin? Das ist auch irgendwie gefühlt jeden Tag. Oder zumindest wirst man jeden Tag außer einen Tag damit genervt. Bekommt es mehr Form. Essen was? Essen wir hier was? Passt. Muss ich wieder machen. Nächstes Mal bei so einem Banditenlager und dann kommen die anderen wieder. Und dann muss ich da hoch. Ich bin doch immer... Bin doch sonst da hoch zu dem Bär. Und dann schräg steil hier hoch. Schräg steil, ihr wisst schon. Hier durch, da vorbei. Dann hier hoch. Da. Aber dann hier hoch. Ah, ich bin vorhin letztes Mal da hinten so. Und hier muss ich hoch. Ja, genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, so ungefähr konnte ich doch mal die Strecke, so oft wie ich bei ihm war. Da liegt noch mal dieses tote Hühnchen. Das ist furchtbar. Oh Gott, hier sind wirklich richtig viele Menschen. Ich komme aber früh. Warte ich jetzt noch? So. Ist nur eine Stunde hin, falls eine Ansprache kommt. Die anderen sind auch alle da. Jetzt guckt er mich so komisch an. Der Hanusch ist auch da. Wolfram Bruder. Hilfe. Schneider. Milan. Ich werde auf jeden Fall von niemandem hier irgendwie angesprochen, dass ich irgendwas gemacht habe. Auch nicht von diesen Hilfen. Irgendjemand muss mich ja gesehen haben. Hier ein bisschen rote Wandfarbe. Kann ich das anschauen? Gibt es Ärger, wenn man darauf geht? Nachher verwechseln sie mich, ne? Gleich muss ich darauf. Gleich muss ich darauf und das war alles Tarnung. Sag's euch, nachher war das alles Tarnung. Ich hätte noch ein bisschen länger warten können. Upsi. Aber kommt der Henker auch? Carolina, wer ist denn Carolina? Was willst du jetzt wieder von mir? Wer ist sie denn? Gott behüte dich. Wusste ich das mal und ich hab's vergessen. Der Henker ist nicht da. Muss er sich das nicht auch mit anschauen? Hm. Okay, es sind jetzt, kommen aber keine neuen Leute dazu. Hm. Weiß nicht, wann es genau losgeht, ne? Hm. Jetzt warte ich hier und hoffe... Ich habe auch, wie gesagt, Angst, irgendwas zu verpassen, wenn ich nachher zu weit klicke. Doch. Der Typ stand hier vorne auch. Aber mich wundert, wie das hier Hermann nicht da ist. Was willst du? Die sind, warum sind die alle so gemein zu mir? Die haben alle irgendwie Heu in den Haaren, oder? Sage mal, das ist doch Heu. Mir fragen, was ich will, aber so rumlaufen. Ich habe mich gewaschen. Gelobt sei Jesus Christus. Lass uns kämpfen. Lebe wohl. Erstmal geh direkt hier, damit wir danach auch noch da hoch können. Sacra. Sacre bleu? Okay, aber... Na dann. Ich würde aber genau nicht mehr abwarten. Leute, es ist 14 Uhr, fangt an. Wenn ihr noch so eine akademische 15 Minuten macht, haben wir aber ein kleines Problemchen, ne? Selbst der Hund kann es nicht mehr abwarten. Hat der auch was zu essen? Aha, stürzt er sich da drauf. Das ist ja brutal. Er legt sich dahin, um die Show zu genießen. Na gut, das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Oh, jetzt. Vater, in deine Hände lege
Namen unseres Herrn Jesus Christus, der mich mit seinem Blut erlöste, bitte ich dich, hab Gnade und lass mich aufsteigen in dein Himmelreich. Amen. Was darf ich gleich zensieren? Ah, ich bin gespannt. Okay. Ich hab gedacht, wir würden das tun. Das ist jetzt das mit der Zange, ne? Aber man hat es mit den Köpfen nicht gesehen. Also, ich habe jetzt anderes erwartet, ne? Ich habe gedacht, wir würden das sehen. Genauso wie das jetzt mal gucken. Ja, das Gift war gut. Ich habe das besonders starke genommen, ne? Ich muss sagen, es läuft fantastisch. Okay. Bleib stehen. Ich muss dich durchsuchen. Mich? Komm schon. Ja, was willst du? Was? Befehl unseres Herrn. Habe ich was dabei? Ich kann sagen, belästige mich nicht, als ob das funktionieren würde, ne? Ah, nur zu. Ich habe ja nichts gemacht. Na gut, du kannst gehen. Wirklich jetzt? Ich habe doch so einen guten Ruf bekommen. Ich habe wirklich nichts gemacht. Es ist krass, dass ich jetzt genau hier durchsucht werde. Ist das so? Soll das? Ich bin hier bei 72. Ich bin besser geworden. Und er sagt, ist gut und fängt an, Münzen zu klauben. Einfach so? Dabei soll ein echter Knauser sein. Und was hat Betty dazu gesagt? Erstmal hier so ein bisschen Draht schon so, muss auch mal sein. Okay, jetzt gehen hier alle natürlich wieder, alle unbegeistert. Wir reden jetzt mit Hermann? Henker Hermann, ne? Der war, hat sich angeschaut. Obwohl, ist besser so. Damit es nicht, er denkt, er hätte was damit zu tun. Hermann, ja. Hast du das gesehen? Eine Schmach. Okay, hat's gesehen. In der Tat. Der Henker ist vor Scham fast im Erdboden versunken. Mhm. Oh ja. Die ganze Menge hat sich schon diebisch gefreut. Und da vermasselt er gleich am Anfang das Köpfen. Und dann nimmt er die Zange und... und der Kerl beißt sofort ins Gras. Himmel, wie er geglotzt hat. Und dann, zornig wie ein wilder Hund... schnappt er sich den letzten und schafft es nicht mal, ihn zu hängen. Ich bin dir ewig dankbar. Du hast meinen Arbeitsplatz gesichert und verdienst eine Belohnung. Hab Dank. Ich hatte so viel Stress, ne? Das kann er gar nicht machen. Rezept für Lazarus-Elixier. Die Kunst des Aufbrechens 4. Rezept für Trank des Verderbens. Groschen. Ich habe das krasse Giftrezept bekommen. Also das, womit ich das vergiftet hatte, weil ich das andere nicht herstellen konnte, weil ich gedacht habe, Zeitfaktor, was hätten hier doch machen können? Wegen dem Schwert, das hatte ich erst in der anderen Nacht gemacht gehabt. Geil. Ich habe ja richtig krass was bekommen. Hätte ich nicht gedacht.
Was war nochmal Lazarus? Keine, kaum Wünsche offen lässt. Denn er würde sogar die Toten aus den Gräbern holen. Es gibt verwundete neue Kraft, selbst wenn der Tod schon an der Tür klopft. Brauche ich vielleicht wirklich. Heilt Verletzungen und hilft sogar bei Knochenbrüchen. Aber vergiss nicht, dieser Trank allein wirkt keine Wunder, also sucht er noch einen Heiler auf. Aber wahrscheinlich schon, damit ich nicht direkt sterbe. Es kostet ja auch voll viel, ne? Und hier Kunst des Aufbrechens. Kann ich das wirklich lesen? Nee, wollte ich gerade sagen, was ist mit Aufbrechens? Die Kunst des Aufbrechens. Ich glaube, es hat was mit Schlachten zu tun. Ein nützliches Verfahren aus Polen, bei dem man einfach um den Anus herumschneidet und nachdem man die Bauchhöhle geöffnet hat, wie bei uns weiterverfährt, außer dass die Polen den extrahierten Anus dann durch das Körperinnere herausziehen. Warum geht es in dem Buch? Ich dachte, es geht um was anderes. Es geht um eine gewisse Schneidetaktik. Nennen wir es mal so. Schneidetaktik. Gottchen. Okay. Dann ist das aber auch erledigt. Ich kann auch mal nichts mit Theresa machen, ne? Ich muss mich erstmal von dem ganzen Stress erholen. Ich hätte gern irgendwas als... Oh Gott, da bin ich gerade erschrocken wegen den Leuten hier. Ich hätte gern irgendwas Gechilltes. Laufen die Leute rum. Glaub's ja. Nach dem ganzen Stress, das war für mich zu viel Stress, ne? Dann funktioniert die Hälfte nicht, dann geht das nicht und jenes nicht. Das Quest war... Ich fand die brutal. Also zum einen muss ich auf jeden Fall meine Heimlichkeiten verbessern, aber dafür muss ich irgendwie so ein Lager mal überfallen. Das wäre vielleicht ganz gut. Muss ich mal herausfinden, wie ich es am besten mache. Und ich brauche ich muss mich davon kurz erholen und hätte gern was Gechilltes. Jetzt würde ich gern hier das mit Theresa wieder machen, aber das geht ja nicht. Das können wir wieder nur am nächsten Tag machen. Ich kann sie ja nicht fragen, ob sie mitkommt. Ansonsten kann ich auch erstmal eigentlich... Wie sieht's aus? Was Entspanntes? Ach, das habe ich voll vergessen. Das ist ein Sasau. Hier, Bruder Nikodemus, der andere Alchemist da im Kloster. Das mit dem Kräutergarten habe ich voll vergessen. Und ich muss die anderen auch nochmal besuchen hier, Matthäus und Fritz. Weil ich habe denen den Job besorgt. Na, das könnte ich ja machen. Das wäre kein Problem. Und vielleicht hat Theresa dann Zeit. Und dann würde ich aber mal... hier, ich habe zwei Hauptquests. Gott. Ach ja, einmal wegen dem Schwert. Gedöns. Und einmal, die anderen Sachen. Buchschütze und so. Kurz vergessen. Echt kurz vergessen. Dann würde ich sagen, einmal speichern. Und dann machen wir da beim nächsten Mal weiter. Und es war mir ein sehr... Ich weiß jetzt nicht, wo ich genau diese Folge geschnitten habe. Bestimmt irgendwo. Und da habe ich dann halt gerade bei dem letzten Mal wahrscheinlich keinen Abschiedssatz gesagt. Aber ich sage einfach mal, es war ein sehr hitziges und anstrengendes Blumenpflücken. Trotzdem, die Quest ist natürlich mega geil. Aber ich glaube, wenn man die zum ersten Mal macht, das ist der Horror. Für mich. Jetzt weiß man es, ne? Deshalb. Also wenn man es dann weiß und so... Ja, easy. Und wenn man weiß, was man für eine Belohnung bekommt, obwohl nicht easy. Na okay, man würde einfach mal die anderen Sachen alle trainieren. Egal. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.